Ramazan Özcan fand nach der 1:3 Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg klare Worte. Für die Zukunft ist Bayer Leverkusen Schlussmann aber positiv gestimmt. Mit 2 Niederlagen in Folge startete Bayer Leverkusen in die neue Saison. Nach dem 1:3 Debakel gegen Wolfsburg mehrten sich die Stimmen vor allem gegen Trainer Heiko Hellig. Ramazan Özcan, der in den ersten Spielen Lukas Hradecky vertreten hatte, analysierte zuletzt mit klaren Worten. Am nächsten Spieltag steht das Duell gegen den Liga-Krösus FC Bayern bevor. Mit 2 Niederlagen zu den Bayern fahren, wollte keiner, sagt Özcan der Bild. Es wäre aber Blödsinn, nach 2 Spieltagen alles schlecht zu reden. Wir wissen, dass wir es besser können, wir müssen es nur abrufen. Dafür müsse noch mehr gearbeitet und enger zusammengerückt werden. Das werden wir tun, versichert er. Mann der klaren Worte, Ramazan Özcan, für eine schlechte Phase gebe es nie einen guten Moment, merkt Özcan an. Aus so einer Phase könne man aber auch seine Lehren ziehen und gestärkt daraus hervorgehen. Wir werden alles tun, um in München unsere Grundtugenden zu zeigen und wieder das wahre Gesicht von Bayer 04. Wir werden bei den Bayern sicher keine Motivationsprobleme haben, Unruhe stiften vor allen Dingen die Gerüchte um Trainer Herrlich. Und um das Bayer-Gelände machen angeblich bereits Gerüchte um seinen möglichen Nachfolger die Runde. Genannt wurde in den vergangenen Tagen der ehemalige Leipziger Trainer Ralf Hasenhüttl.